Die Welt des Glücklichen ist eine andere als die des Unglücklichen. The world of the happy is quite another than that of the unhappy. 6,431. Wie auch beim Tod die Welt sich nicht ändert, sondern aufhört. 6,431. As in death too, the world does not change, but ceases. 6,4311. Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht. 6,4311. Death is not an event of life. Death is not lived through. Wenn man unter Ewigkeit nicht unendliche Zeitdauer, sondern Unzeitlichkeit versteht, dann lebt der ewig, der in der Gegenwart lebt. If by eternity is understood not endless temporal duration, but timelessness, then he lives eternally who lives in the present. Unser Leben ist ebenso endlos, wie unsere Gesichtswelt grenzenlos ist. Our life is endless in the way that our visual field is without limit. 6,4312. Die zeitliche Unsterblichkeit der Seele des Menschen, das heißt also ihr ewiges Fortleben, auch nach dem Tode, ist nicht nur auf keine Weise verbürgt, sondern vor allem leistet diese Annahme gar nicht das, was man immer mit ihr erreichen wollte. Wird denn dadurch ein Rätsel gelöst, dass ich ewig fortlebe? Ist denn dieses ewige Leben dann nicht ebenso rätselhaft wie das gegenwärtige? Die Lösung des Rätsels des Lebens in Raum und Zeit liegt außerhalb von Raum und Zeit. 6,4312. The temporal immortality of the human soul, that is to say, its eternal survival after death, is not only in no way guaranteed, but this assumption in the first place will not do for us what we always tried to make it do. Is a riddle solved by the fact that I survive forever? Is this eternal life not as enigmatic as our present one? The solution of the riddle of life in space and time lies outside space and time. 6,4312. Die zeitliche Unsterblichkeit der Seele des Menschen, das heißt also ihr ewiges Fortleben auch nach dem Tode, ist nicht nur auf keine Weise verbürgt, sondern vor allem leistet diese Annahme gar nicht das, was man immer mit ihr erreichen wollte. Wird denn dadurch ein Rätsel gelöst, dass ich ewig fortlebe? Ist denn dieses ewige Leben dann nicht ebenso rätselhaft wie das gegenwärtige? Die Lösung des Rätsels des Lebens in Raum und Zeit liegt außerhalb von Raum und Zeit. Death. Henry IV. The Uncanny. The story of a person who, after being hit on the head, believes himself to be the medieval emperor of Germany, Henry IV, and of the attempts to cure him of his madness, and of the horrors that result. Part 1. Wherein the young men hired to perform as Mad Henry's privy counselors introduce a new and confused recruit to their imaginary castle.